Liebe Brüder und Schwestern, ja, gibt es eine Religion, die so wie wir Christen, die Menschwerdung Gottes feiert? Viele Angehörige anderer Religionen nehmen Anstoß daran, dass wir Gott so vermenschlichen, ihn so herabholen in unsere Welt, in unsere so oft banale Existenz, ein Gott, der Mensch wird, skandalös, für manche unerträglich. Und doch, wenn wir dieses Kind in der Krippe ansehen, dieses kleine Kind von Bethlehem, dann glauben wir und bekennen, ja, Gott ist wirklich Mensch geworden, in allem uns gleich, heißt es in der Schrift, außer der Sünde. So nahe wollte Gott uns sein. So sehr liebt der Vater uns, die Menschen, alle Generationen. Ja, das Christentum ist letztlich wirklich die Religion der Liebe, weil nur durch die Liebe Gottes ist dieses Wunder der Menschwerdung, ja, dieses Geschenk Gottes, dieses heutige Hochfest erklärbar. Gott wird Mensch für uns, um uns sein Angesicht zu zeigen. Wir haben im Evangelium gehört, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht, Jesus, er hat uns Kunde gebracht von diesem verborgenen Gott, der manchmal, so scheint es, so weit weg ist von unserem mühsamen und sterblichen Leben. Er hat Kunde gebracht. Jesus sagt, ich bin eins mit dem Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. So sehen wir in Jesus, ja, die Güte des Vaters. Und doch, er ist Gott, dieses kleine Kind in der Krippe. Der heilige Apostel Johannes spricht davon, von diesem unfassbaren Geheimnis in diesem berühmten Prolog seines Evangeliums. Dieses ewige Wort des Vaters, durch das alles geworden ist, das alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die ganze Schöpfung hervorgebracht hat, das so allmächtig ist. Es kommt zu uns. Durch dieses Wort ist alles geworden. Diesem Wort verdanken wir unsere Existenz, unser Dasein, die ganze Welt, die ganze Schöpfung. Alles ist durch dieses Wort geworden, durch dieses schöpferische Wort Gottes, das allmächtige Wort des Vaters. Allmacht Gottes und doch so nahe bei uns. Ein kleines Kind in der Krippe, scheinbar so wehrlos, so ausgeliefert dem Wohlwollen der Menschen, der Bosheit, der Sünde, ausgeliefert aus Liebe zu uns. Ja, Jesus, er ist der König der Liebe, er zwingt niemanden, ihn aufzunehmen. Er klopft an die Tür unseres Herzens und bittet um Einlass. Nehmen wir den Herrn auf, seine Liebe. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir diese unermessliche Liebe Gottes erkennen, weil wir sie spüren können und weil wir sie erwidern wollen. So werden wir aufgebaut. Ja, wie die Gottesmutter Maria. Es heißt in der ersten Lesung, juble, Tochter Zion, jauchze, Israel, ja, ihr Trümmer Jerusalems, ihr werdet wieder aufgebaut. Die Gottesmutter Maria, die Mutter des Erlösers, wird auch Stadt Jerusalem genannt, Tochter Zion. Sie ist die mystische Stadt Gottes, wie die heilige Maria von Agreda sie nennt.
In ihr ist schon all das verwirklicht, was wir noch im Glauben erhoffen, worum wir uns noch im Glauben bemühen. Sie ist frei von jeder Schuld. In ihr ist sozusagen Gott gegenwärtig. In ihr herrscht dieses Reich Gottes, herrscht dieses ewige Wort, herrscht der Vater mit dem Heiligen Geist. Sie tut alle Zeit den Willen Gottes. In ihr herrscht der Sohn mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, seiner Reinheit, seinem Frieden. Ja, lassen wir uns erfüllen vom Geist Jesu. Kehren wir um von aller Sünde. Nehmen wir die Gnade Gottes an, sein Heilsangebot für uns, seinen Frieden. Jesus, der Friedensfürst, möchte uns erfüllen mit seinem Frieden. So werden wir aufgebaut als lebendige Steine zu einem geistigen Haus. Dann werden auch wir ein Teil dieser neuen Stadt Jerusalem, auf der die Wächter jubeln, weil sie dieses Heil sehen, das der Vater uns schenkt. Ja, diese Wächter sind die Engel Gottes. Jeder von uns hat so einen Engel zur Seite gestellt bekommen von Gott. Und wenn wir Jesus mit Glauben, mit Liebe, mit Vertrauen aufnehmen, dann jubeln sozusagen unsere Engel, dann jubelt der Himmel über dieses Heil, über diese Freude, die den Menschen zuteil wird. Ja, so bitten wir die Gottesmutter Maria, sie möge uns helfen, dass wir Jesus aufnehmen, dass wir ihn in uns herrschen lassen mit seiner Liebe, mit seinem Erbarmen. Er möge uns Vergebung unserer Sünden schenken und auch diese Kraft, einander zu verzeihen, damit er uns neu schaffen kann im Licht seiner Herrlichkeit, damit er uns führt durch seinen Geist, damit wir Zeugen sein können für dieses Heil. Ja, wie Johannes der Täufer, wie Johannes der Evangelist, Zeugen für dieses ewige Wort des Vaters, das für uns Fleisch geworden ist, um den Willen des Vaters uns zu offenbaren, um uns neu die Liebe und Güte und Menschenfreundlichkeit unseres himmlischen Vaters bewusst zu machen. Ja, möge der Herr uns mit seinem Licht erfüllen, dass auch wir Licht sein können, Zeugen für die frohe Botschaft, für dieses Evangelium des Heils, der Versöhnung und des Friedens. Amen.